kurz vor knapp. Ich sag noch zu dir, spring da nicht runter, wir kommen da nie wieder hoch, ja. Und dann bin ich selber in eine Pfütze gesprungen, die doch dann zu tief war. Vor allem, ich habe vorher abgecheckt, wie die Lage ist und habe gesagt, alles klar, das packst du. Ich weiß nicht. Klar, von oben kommt Wasser, ich weiß nicht. Ich habe Amethyst gefunden. Einer von den anderen 3000 Leuten, die gerade mit uns hier spielen, ne? Ja. Das muss nicht mal ich gewesen sein. Manu. Das Schöne ist, dass ich mittlerweile damit rechne. Weißt du, wie ich wieder hochkomme? Ja, du hast ja sowieso das Gefühl, dass ich dich heimlich in jedem Spiel umbringen wollte. Ich glaube, das ist nicht nur mehr ein Gefühl, das ist einfach die Wahrheit. Nein, so ist es aber nicht. Du schaffst es nur nie. Das eine hat mit dem anderen noch nichts zu tun, ne? Also ich hab, du hast Amethyst gefunden, ich habe Saphir gefunden. Können wir mal einen Challenge machen? Ich habe 11 Saphir gefunden. Okay. Ich versuche mich gerade hochzugraben. Scheinbar mit nur mäßigem Erfolg. Das geht so. Da haben wir wenigstens schon mal ein paar Steine. Ich dachte gerade, hoch, warum fehlt mir dein Leben? Es fehlt mir kein Leben. Nein, du hast nur 5 Herzen. Bitter, oder? Wirklich bitter. Ach Gott, so Tag. Was kann ich denn schon Feines herstellen? Wooden Sword. Oh, und ein Ofen. Muss ich direkt mal hinklatschen. Mit dem Ofen finde ich eine bessere Information als das Wooden Sword. Wooden Sword ist ein Holzschwert. Ach nee. Ach, you don't doch. Say. Ach no doch. Shit, Sherlock. Hilfe. Ich finde, wir haben noch zu viel Niveau irgendwie so. Ach, das gibt sich noch in den nächsten 12 Minuten. Eigentlich müssten wir ja schon in der ersten Folge unser wahres Gesicht zeigen, ja. Damit ich sowieso damit nie. Die Leute auch wirklich beim nächsten Mal auch wieder einschalten wollen. Nee, ausschalten. Einschalten. Nee, die sollen einfach, die müssen das Gefühl haben, nee, das ist so scheiße, ich muss. Aber das ist wie RTL 2, Abgrenzung. Du denkst, hey, es gibt Leute, die sind noch schlimmer als ich. Stimmt. Dann guckt man sich das freiwillig an. Ah. Oh Gott, es hat den Guide gehittet. Stirb! Oh Gott, ich kann... Wer hat den Guide gehittet? Der Slime hat den Guide gehittet. Ja, vielleicht war das mit gegenseitigem Einverständnis. Ich glaube nicht. Bist du dir sicher? Hat der Guide Au gesagt? Er hat Klang es? Gesagt. Oh oh. Also, ich würde noch nicht sagen, dass das eindeutig als Nein, danke zu deuten ist. Das war ein eher, oh, ich bin fertig. Ah, wir haben altes Niveau erreicht. Ja, das vorhandene Niveau ist da. Ach ja. Ich habe vorhin schon zu meinem Freund gesagt, wir müssen so lange auf das Niveau einschlagen, bis es am Boden liegt und weint immer drauf. Das schaffen wir doch immer, oder? Ich meine, ja. Daran ist noch nie gescheitert. Also Niveau verprügeln, Das ist NP. Daran das ist eine unserer leichtesten Übungen. Ja. Oh, 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 das war nicht du. Yeah. Was haben wir hier Feines? Kupfer. Kupfer, wer braucht denn schon noch Kupfer? Eisen. Oh, eine Wüste. Ich hab eine Wüste. Eine Wüste. Eine ganz kurze Wüste. Mit so komischen... Ich weiß nicht, was das ist. Krebsen? Oh, oh, oh. Au! Hier übrigens, der Wurm Schmerzen. Macht jetzt echt Probleme. Was für ein Wurm? Dieser kleine Pupswurm? Ja, der kleine Pupswurm, über den ich immer nur lache, wenn er mir beim... Nein!
Ich hab gefailt. Ich hab so gefailt. Ich will so sterben. Oh oh. Ich bin, gefallen. Und damit meine ich nicht, dass es mir gefällt, was ich getan habe. Ganz im Gegenteil. Ach, ist doch schon besser. Mir meinen, ich bin unvorsichtig, ne? Ja. Was ist das? Tu das, ich aus Überzeugung. Lass mal kurz, warte. So, Leute, da unten, links unten, ich habe mich gewundert, was das gerade ist. Da ist ein Loch in der Wand und deswegen leuchtet es da. Ja, also ja, wenn ihr mal im Dunkeln steht, einfach hier ein auf... Ich grab mir ein Loch in die Wand, aber das kann man ja gar nicht, wenn nicht schon irgendwie Rand vorhanden ist. Ach, egal. Ich rede schon wieder Blödsinn. No, no, geh weg. Geh weg. Aua! Ich schau da voll drauf und den juckt das nicht mal. Alter, stirb! So. Dann will ich mich mal da hochbauen. Ach, da war ja was. Ah. Da ist Kupfer. So. Ich weiß nicht, was wir mit den ganzen Edelsteinen anfangen sollen, aber ich hätte dann jetzt gleich ein paar. Naja, also wir brauchen die dann später für meine Dschungelrüstung. Das ist ein bisschen da. Aua! Stirb! Stirb! Ich faile. Wir hätten vielleicht sagen sollen, dass es kein Let's Play, sondern ein Let's Fail ist. Ja, ja, das war doch klar, oder? Also ich meine, wenn wir zwei hier irgendwas anfangen, dann... Ja, außerdem wissen eigentlich meine Abonnenten, woran sie bei mir sind, also... Von daher... So... Und liebe, liebe Cats-Abonnenten, klingt auch echt nicht nett irgendwie, wenn ich das so sage. liebe Menschen da draußen, wenn ich anfange von Blubs zu reden, ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich meine. Ich habe angefangen, sie Blubs zu taufen. Ich weiß gar nicht, wie so sie heißen. Ich müsste mal Glipper mit der Maus drüber. Wir heißen Glipper. Slime! Nein, Slime, stimmt. Im Deutschen hießen sie Glipper, glaube ich, ne? Ja, im Deutschen, Oh, das war nicht so cool. Sowieso alles ein bisschen sehr seltsam übersetzt. Mach ich denn jetzt? Werf's mal. War nicht so cool. Ein Geier. Oh, jetzt hab ich getroffen. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Oh, wir da unten? Natürlich... Ah, ich habe einen Dämonenaltar gefunden, außerhalb von der Corruption. Ich wollte schon sagen, was leuchtet denn da so? So, liebe Kinder, das ist ein Dämonenaltar. Der ist bei uns auf dem privaten Server, ist der direkt unterm Haus gewesen und hat meine Baupläne durchkreuzt. Ja, da habe ich keine Baugenehmigung bekommen. Ja, aber auch nur, als wir dann festgestellt haben, dass wir einfach nicht da den abbauen können. Ja, er macht ziemlich Aua. Er zieht 50% des Lebens ab. Wenn man nicht so einen coolen Pwn-Age-Hammer hat, ne, der einfach epic ist und so. Den man von der Fleischwand bekommt. Klingt irgendwie ganz, ganz falsch. Also richtig. Wir haben uns ja darauf geeinigt, nur zu sagen, dass es richtig klingt. Du machst, dass es falsch richtig klingt. Niemand hat was Böses gedacht. Oh, hier drüber ist bestimmt eine Insel. Hier ist nämlich Gold und Unmengen Eisen. Unmengen. Mir schon klar, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu richten, ne? Was für eine Mauer? Och, Kätchen. Ich hab dir gar nicht zugehört, ich muss einen Geier töten. Ja, den Spruch, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, der wird dir doch noch geläufig sein, oder? Ach so. Ach so, ne? Ja, jetzt. Oh, oh, peinlicher Moment. Überspielen. Ich hatte gerade wirklich zu kämpfen und jetzt gerade bin ich dabei, ganz viel Gold abzubauen. Sei dir mal verziehen, ausnahmsweise. Wenn du lieb bist, kriegst du was ab. Du lieb bist, kriegst du was von meinem Zeug ab.
einigen wir uns darauf, wenn wir gegenseitig zu jedem ein. Oh nein! Wenn ich oh zu Gott. Mir lieb bin und du zu mir, dann. Wenn du zu dir selbst lieb bist und ich auch. Scheiße, du hast es gemerkt. Ja, du weißt auch, manchmal gewinnen die anderen und manchmal verlierst du und Ja. Genau so und nicht anders. Alter, was ist das? Viel Eisen! Meine Güte. Würde ich ja in Minecraft voll ausrasten, wenn ich so viel Eisen finden würde. Ja, da macht man ja auch aus einem Erz einen Barren. Nicht so wie hier. Und dann dabei ist die Rüstung hier sogar noch teurer, also. Yippie-yay. Muss ja nicht alles easy going sein, ne? Also ja, darf also, hier auch mal ein bisschen Herausforderung. Minecraft ist schon sehr leicht. Im Gegensatz zu Terraria. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe Terraria wirklich einfach als Minecraft-Clone abgestempelt und 2D und guck dir mal die crappy Grafik an. Nee, das brauche ich nicht. Ja, ist halt nicht, ne? Ist halt einfach mal was komplett anderes. Ja. Aber man, weißt du, Iren sind menschlich und so. Habe ich gehört zumindest. Das ist so, was die Leute sich so sagen auf der Straße. Ne? Da fragt man sich natürlich, auf was für Straßen du unterwegs bist. Sag mir lieber mal die Straßennamen, da möchte ich nicht hin. Wenn das. Ist es in Gießenlicher Straße oder so, ne? 80 Fallschaden bei 100 Leben ist jetzt nicht so. Cool. Der Slime, da ist mir nicht so wohl gesonnen, glaube ich. Fuck. Ha! Nein! Na, Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Na, jetzt habe ich ihn runtergeschubbelt. Ich will nicht zu in den Slimes. Ich will da hinten hin. Da will ich hin. Da. Obwohl. So eine grobe Ahnung, wann wir eigentlich angefangen haben jetzt mit der Aufnahme? Nee, ich habe keinen Plan. Also ich habe, ich gefühlsmäßig müsste ich jetzt schon 12 Stunden spielen. Du spielst ja auch schon seit 12 Stunden. Das ist ja hier, das ist ja faszinierend. Ich finde ja schon wieder so viel Zeug. Also wir können uns gleich schon direkt eine Silberrüstung und ein Goldschwert machen, finde ich. Goldspitzhacke wäre am angenehmsten, wenn wir das auf jeden Fall erstmal hätten. Du nimmst die Spitzhacke, ich nehme das Schwert. Ja. Altbewährte Technik. Ja. So. Kupfer, aber en masse. Oh, sorry Häschen, du warst mir im Weg. Ich wollte dich echt nicht töten. Kupfer en masse, okay. Jo. Was habe ich denn hier? 8 Kupferbarren und Blasrohr. Oh, du schummelst ja wieder, du cheatest ja, du guckst nur nach Kisten und so. Ja, genau. Ich hart in der Mine arbeite. Meinem Tagelöhner-Job nachgehe. Natürlich. Kein anderes Bier, ne? Ah, ich komme da nicht hoch. So, jetzt aber. Ich habe übrigens heute, waren wir einkaufen, ne? Und in unserem Supermarkt, ja. Ist alles kreuz und quer gewesen. Wir wollten Tortellini mit 4 verschiedenen Käsesorten gefüllt und bekamen Tomate-Mozzarella-Füllung, weil die einfach falsch lagen. Und dann wollte ich Hering eingelegten Tomatensauce haben. Und über dem, also unter dem Schild war halt kein Hering mit Tomatensauce, weil der wurde anscheinend nicht geliefert. Stattdessen wurde von einer anderen Sorte ganz viel geliefert. Weißt du, was da geliefert wurde? Mhm. Heringsfilet in Biersauce, in pikanter Biersauce.
Das klingt ja aber auch nicht ganz verkehrt, ne? Deswegen habe ich auch davon direkt einen mitgenommen. Aber über die Tortellini war ich sehr enttäuscht. Weil das habe ich erst an der Kasse gemerkt. Das ist dann echt weißt ärgerlich, du? Ne? Hätte ich es gleich gemerkt, hätte ich ja nochmal gucken können, ob sie die anderen vielleicht dann bei den Tomate Mozzarella liegen haben. Aber nee. Ich werde gerade von, ich weiß nicht, Jungle Bat. Weil ich bin im Jungle. Oh, ich war im Jungle.